Jedes Parfum trägt drei Akkorde in sich. Ja, also es ist jetzt 11:45 Uhr, der Newsroom ist schon leer und wir erwarten jetzt hohen Besuch. Patrick Süskind, morgen hat er Geburtstag und keiner weiß genau, wie er aussieht, wir auch nicht, aber er kommt jetzt hierher in unser Newsroom und er wird uns exklusiv ein Interview geben und wir sind sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Ja, Herr Süskind, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Aber wir konnten Sie nicht dazu überreden, uns Ihr Gesicht zu zeigen. Wieso denn nicht? Wieso wollen Sie so anonym bleiben? Ja, also mir ist das alles einfach ziemlich peinlich, weil ich habe so eine hohe Stimme. Und da bin ich, also mein Leben lang haben mich die da verarscht deswegen. Und die anderen Schriftsteller und Literaten, vor allem der Günter Grass, die machen mich einfach zum Deppen, weil ich halt nicht so preisisch red wie die. Ich kann halt kein Hochdeutsch, ja. Ihr Buch ist ja schon seit vielen, vielen Jahren in Bestsellerlisten. Es geht gar nicht mehr raus aus dem Spiegel. Wie erklären Sie sich denn diesen Erfolg? Ja, das Parfüm, das ist eigentlich total klar. Das war mir immer klar, weil die Deutschen, die sind ja so ordentlich und sauber und die wollen halt immer auf die dreckigen Franzosen schimpfen. Und da habe ich ihnen die beste Vorlage geliefert. Halt die Franzosen, die wollen sie einfach nie waschen. Das sind halt rechte Saubären. Und das gefällt ihnen halt, die Deutschen. Ja, jetzt ist Ihr Buch ja auch verfilmt worden. Was sagen Sie denn dazu? Wie gefällt Ihnen denn der Film? Ja, Maike, also die Herford-Caroline, das ist eine ganz saubere Frau, ja. Da lasse ich mir nichts eingehen. Das ist ein ganz sauberes Sternl. Aber also den Rest, also entschuldigen Sie mal, aber das hätten Sie sich sparen können. Herr Süskind, wir freuen uns so sehr, dass Sie heute da sind und unsere Kollegen möchten da natürlich auch von profitieren und wir haben da jetzt noch zwei Redakteure von der Bild, die auch gerne ein paar Fragen an Sie richten würden. Ja, also Leute, mir gelangt es jetzt, gell? Ich sitze da unter dem Licht, das ist ja nicht auszuhalten, ich habe schon einen Sonnenbrand, da unmöglich, also mir gelangt es, das Taxi nach Schwabing steht auch und ich bin weg, gell?